Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Günther von Togo Reisemobile. Wenn sich einige von euch noch dunkel und grau daran erinnern können, wir haben im Frühjahr mal ein Pössl Tubin Plus zum Allradumbau zu Dangel geschickt. Der ist jetzt endlich zurück. Hat alles ein bisschen länger gedauert. Wie und warum erkläre ich euch in dem Video und wir schauen uns jetzt an, wie der Umbau aussieht, wie der Wagen von unten aussieht. Bevor wir damit anfangen, denkt dran, unter dem Video hier auf Kanal abonnieren zu klicken und die Glocke zu aktivieren, damit ihr in Zukunft, auch wenn wir weitere spannende Sachen machen, immer up to date seid. Aber heute schauen wir uns an, wie der Pössl Tubin Plus umgebaut auf einen Dangel Allradantrieb aussieht. Viel Spaß dabei! Bevor wir den Wagen jetzt reinfahren, haben wir gedacht, wir gucken uns draußen noch mal so ein bisschen die Höhen an und was sich optisch geändert hat. Also wie gesagt, um euch noch mal ganz kurz abzuholen, wo wir angefangen haben. Das, was hier steht, war, als es losging, ein normaler Pössl Tubin Plus mit einem normalen Maxi-Chassis mit 165 PS, dem 2,2 Liter Motor. Wir haben das Ganze genommen, haben, wie ihr das ja in dem ersten Video gesehen habt, da können wir uns ja, euch jetzt auch nochmal den ersten Teil oben einblenden in der Ecke, damit ihr so ein bisschen die Ausgangsbasis euch im Detail anschauen könnt, haben im Prinzip den gesamten Unterboden freigeräumt, alles was da weg sollte für ein Dangel, und obwohl es eigentlich nicht möglich ist, haben wir den Wagen im Nachgang jetzt zu einem Allradfahrzeug umgebaut. Das heißt, wir haben Allradantrieb vorne, hinten, klar, mit einer Differentialsperre und gleichzeitig auch einer Höherlegung. Von außen hat das im ersten Augenblick nicht massiv viel geändert, weil wir die gleichen Reifen und die gleichen Felgen drauf haben. Aber ich glaube, man kann schon auf den ersten Blick, vor allem an der Hinterachse, erkennen, dass wir durchaus ein bisschen an Höhe gewonnen haben. Wir haben, als wir den Wagen losgeschickt haben, damit wir ganz gute Referenzpunkte haben, haben wir uns ein paar Punkte rausgesucht und haben die gemessen. Und wir nehmen jetzt nochmal die Maße dazu und schauen uns an, was wir gewonnen haben. Wir haben jeweils an der Vorder- und an der Hinterachse immer von dem oberen Teil des Citroën-Logos quasi gemessen. Und hier gerade nach oben an der Hinterachse haben wir jetzt 48,5, knapp 49 cm. Und ganz vom Boden dorthin haben wir jetzt so 87,5 cm. Das dürfte ein Raumgewinn oder ein Höhengewinn von ungefähr 5 cm sein. Aber ihr kriegt jetzt eingeblendet daneben nochmal die Höhe, wie sie ursprünglich war, und die Differenz, damit wir das ganz genau wissen. An der Vorderachse sollten wir das auch nochmal gucken, was wir da haben. Da haben wir auch von der Mitte nach oben haben wir jetzt so 43,5 cm. Und von ganz unten Bodenfreiheit bis hier oben haben wir 82 cm. Das ist auf jeden Fall ein echter Mehrgewinn an Raum. Also es ist nicht nur mehr Traktion, sondern wirklich auch einen ganzen Tick mehr Bodenfreiheit. Das ist aber tatsächlich auch das Einzige, was man von außen, wenn man neben dem Auto steht, sieht. Und ich glaube, wer nicht 100% im Thema ist, der würde das jetzt auch gar nicht wahrnehmen. Im Cockpit haben sich auch zwei, drei Kleinigkeiten verändert. Ich hüpfe mal kurz durchs Bild. Das ist, im Prinzip ist der Allradantrieb ja zuschaltbar. Ihr könnt also hier wählen zwischen 2WD, also dem normalen Vorderradantrieb, oder zusätzlich dem 4WD, also Allradantrieb, und daneben der Knopf für die Differentialsperre, die wir hier eben mitbestellt haben, die eine 100%ige Sperrwirkung hat. Für diejenigen unter euch, die echte Allradprofis sind, ich bin es zugegebenermaßen nicht in allen Belangen, ich habe mich da ganz gut mit auseinandergesetzt, aber alles kann ich auch nicht richtig sagen, also sollte ich irgendwo mal ein Fachbegriff nicht 100%ig richtig sein, seid mir nicht böse. Ja, es ist Herbst, es wird früh dunkel, man sieht kaum noch was. Wir haben uns deswegen überlegt, wir fahren den Wagen jetzt einfach mal rein und schauen uns das an, was wirklich spannend ist, und gucken jetzt mal, wie der Wagen von unten aussieht, wo Dangel überall Allrad und Co. eingebaut hat. Und damit das geht, fahre ich uns mal kurz den anderen Wagen aus der Halle raus. Das ist übrigens ein super spannender Columbus 641, an dem wir auch echt viel machen. Der wird in einem der nächsten Videos auch kommen, also wer sich dafür interessiert, bleibt einfach Abonnenten oder folgt uns bei den Kanälen.
Ich fahre den raus, den neuen rein und dann bocken wir den mal auf und schauen, wie er von unten aussieht. So, hier drin ist schon eindeutig schöner, zumindest ist nicht mehr so fröstelig. Aber das Auto ist ja eh dafür gebaut, um diesem norddeutschen Schietwetter zu entkommen. Und das auch auf jeden Strand und jede Schotterpiste dieser Welt und das mit gutem Gewissen da auch wieder wegzukommen. Wie wird das gemacht? Das gucken wir uns jetzt mal an. Und wie gesagt, wir gucken mal, wie weit ich das Ganze mit erklären kann sozusagen. Fangen wir mit den ganz offensichtlichen Dingen an, die einfach da sind. Wir haben hier einen Unterfahrschutz, hier drüber ist die ganze AdBlue-Einheit und all solche Dinge. Das heißt, wir haben hier, wenn du hier drunter guckst, das war vorher nicht da und das war vorher auch nicht da, dass man einfach die gesamten tiefsten Punkte, die hier vorne in Sachen Motor, Antriebsstrang, hier drüber ist der Dieseltank, dass man das alles mit abgedeckt hat. Hier vorne drunter haben wir ja sowieso schon den Unterfahrschutz, der mit da ist. Das ist aber ein originales Fiat bzw. Citroën-Teil, was da ist. Wir haben ja in dem letzten Video schon einmal gezeigt, wie der Wagen von unten komplett freigeräumt aussieht. Das heißt, wir haben Abwassertank und Trittstufe abgebaut gehabt. Christian, einer meiner Werkstattmitarbeiter, hat jetzt schon mal, weil das überhaupt nichts zur Sache tut, sozusagen, haben wir geguckt, ob die Trittstufe mit ranpasst. Die muss tatsächlich nur einmal runter, damit alles gemacht wird. Ja, eingangs haben wir gedacht, das ist relativ einfach. Wir geben das Auto hin, der wird einmal kurz ein paar Sachen rangeschraubt und dann kommt er wieder zurück. Das geht schnell und ist gut. Ihr habt selber gemerkt, wie lange das Ganze gedauert hat. Es ist zum einen ein langwieriger Prozess, zum anderen aber durch TÜV-Einzelabnahme und sowas auch einfach in der theoretischen Abwicklung langwierig. Und das Ganze dieses Jahr mit dem Corona-Bonus. Wir wussten, dass es lange dauert, dass es so lange dauert nicht. Also, wenn wir hier nach oben gucken, wir haben im Prinzip, ist ja hier der gesamte Antriebsstrang von vorne, das ist ja alles nicht da gewesen. Hier kommt die Kardanwelle aus dem Motorbereich raus und geht hier einfach nach hinten und das haben die ganz geschickt gelöst, um nicht die ganze Tankeinheit zu versetzen, sind die einfach hier so leicht diagonal rausgelaufen und gehen mit verschiedenen Punkten hier gerade nach hinten. Damit das alles passt, haben sie im Prinzip den gesamten, und das ist auch ganz intelligent gemacht, sie haben eigentlich nicht viel an der Technik vom Citroën verändert, aber trotzdem die ganzen Einzelteile, den Auspuff einmal komplett versetzt und gedreht, damit er in diesem Winkel, ist die ganze Rohrführung im Prinzip einfach nur anders, damit er in dem Winkel an der Kardanwelle vorbeigeht. Wie gesagt, die Trittstufe beeinflusst das alles überhaupt nicht. Die kann man dran haben oder auch weglassen, wenn man will. Und dann sind wir hier nach hinten gegangen und haben hier hinten den Übergangspunkt mit den Antriebswellen hier nach links und rechts. Und der gesamte hintere Bereich hier hinten ist, soweit erkenne ich das zumindest, als ist das komplett neu. Die originale Fiat und Citroën Achse geht hier eigentlich gerade rüber. Die macht hier so einen leicht gebogenen Knick nach hinten, damit sie an dem Differential, was wir hier oben drüber haben, dran vorbeikommt, auch wenn er irgendwo im Federpaket einfedert. Wir haben ja hier eine Differentialsperre, die 100% sperrbar ist über den kleinen Taster, den wir vorne gesehen haben. Das dürften hier oben die so eine Unterdruckleitung sein, die Sperre auf und zu machen, womit ich eben eine 100%ige Sperrwirkung an der Hinterachse erreichen kann und damit eben eine deutlich bessere Traktion, wenn das irgendwo dran ist. Dafür, dass das ganze Paket hier hinten hinpasst, wenn ich mir das hier oben angucke, hier ist, ihr seht hier so ein Querträger, der war, wenn ich das recht entsinne, komplett durchgehend. Der ist hier im oberen Bereich, da war mal ein Querträger, der ist weggenommen und nach oben hin verstärkt. Und dazu haben die hier so ein, ja, wahrscheinlich ist das einfach ein Abfanglager, um die Kraft des Differentials aufzunehmen. Das ist ja auch alles neu mit dazugekommen. Also es ist schon ein deutlich größerer Eingriff, als ich eingangs gedacht habe. Bei dem Fahrzeug, das wird nicht automatisch mitgemacht, das hat der Kunde aber mitbestellt, haben wir jetzt hier ein verstärktes Federpaket für hinten bestellt, um nochmal eine Höherlegung zu haben. So wie ich das interpretiere, sind das die Originalen, die schon da waren. Und das wird einfach um eine Federbride oder wie das heißen mag, ergänzt, um dadurch eben auch nochmal Höhe zu generieren. Und so hat man dann eben wirklich hier hinten echt viel anders, als es vorher war.
Es ist ja grundsätzlich so gewesen, dass wir hier in dem Bereich den Abwassertank hatten, der hier groß und quer in schwarz darunter hing. Der passt jetzt natürlich nicht mehr, weil die Antriebswelle oder Kardanwelle nach hinten und die Handbremsleitung einfach, die war zwar auch vorher schon im Weg, die war aber schön ausgespart. Das ist jetzt immer noch im Weg. Um euch da noch mal kurz abzuholen, wir haben hier Abwasser, 1, 2, 3 Austritte, die auf der Seite vom Abwasser kommen und hier drüben noch einen vierten. Das ist der Küchenbereich und das hier ist die Nasszelle. Das werden, würde ich denken, wahrscheinlich die beiden aus der Duschwanne und einer aus dem Waschbecken sein. Wir haben uns schon einen neuen Abwassertank organisiert. Der wird ein bisschen kleiner sein als vorher und der wird hier längs drunter sitzen. Es ist in dem Fall auch tatsächlich nicht so tragisch, weil in dem Fahrzeug nicht allzu viel geduscht werden soll. Und wie wir das genau lösen, besprechen wir dann mit dem Kunden nochmal. Ich habe da so 2, 3 Ideen. Aber ein Abwassertank wird das Fahrzeug natürlich gleichbleibend vorher haben. Hinterher natürlich auch noch haben. Ja, was sehen wir ansonsten noch? Die ganzen Dinge, wo wir eingangs gar nicht sicher waren, ob die dranbleiben dürfen oder nicht, das sind hier die ganzen Sitzaufnahmen. Die sind weit weg von dem gesamten Allradumbau. Also das war vollkommen unkritisch. Und ich denke, dass so der Wagen, das ist ja jetzt kein gewaltiger Offroad-Umbau, sondern der macht eher so einen Mittelweg. Ihr habt ja im Prinzip, wenn es um Allrad geht, eigentlich zwei Möglichkeiten. Kein Allrad, dann haben wir normale Autos und bewegen uns irgendwo in der Größenordnung, ich sage mal jetzt mal im Pössl-Bereich zwischen 45.000 und 55.000 Euro ganz grob. Oder bisher gab es ja dann einfach immer den Sprinter als Allrad und wenn ich mir da so einen Lastrada Regent S nehme, der sicherlich ein sehr, sehr großartiges Fahrzeug ist, bin ich am Ende aber eben auch in einem Preisbereich, der sechsstellig ist und zwar deutlich sechsstellig ist. Und wir glauben, dass wir mit diesem Tubin Plus, ich nenne jetzt einfach mal Tubin Plus Offroad oder Allroad, Allroad trifft es wahrscheinlich besser, so einen Mittelweg einschlagen. Auf der einen Seite hast du die Traktion, die einen Allradantrieb mitbringen soll und auf der anderen Seite aber eben nicht dieses bombastische Gesamtpaket, was es sehr, sehr teuer macht. Wir gucken uns gleich nochmal genau an, wie sich das preislich zusammensetzt, setzen uns dazu nochmal ins Auto rein. Aber ich glaube, dass wir einfach mit dem Fahrzeug, weil wir am Ende unterm Strich so ein Tubin Plus, 165 PS, schöne Ausstattung, irgendwo zwischen 65.000 und 70.000 Euro liegen und damit schießen wir so ein bisschen genau in die Mitte rein, die vielleicht den einen oder anderen anspricht. Da würde mich aber auf jeden Fall mal interessieren, ihr Offroad-Spezies da draußen sozusagen. Ist das für euch der richtige Weg? Sagt ihr, ich will, wenn Offroad, dann richtig? Oder ich feiere das total, dass ich die Traktion zusätzlich mit habe und einfach in St. Peter auf den Strand fahren kann, ohne mir Gedanken zu machen? Weil wenn wir ehrlich sind, die wenigsten Leute, die mit unseren Autos durch die Gegend fahren, nutzen es wirklich so, was die Autos können. Da würde mich einfach mal eine Meinung zu interessieren. Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare, was da der richtige Weg ist. So, haben wir jetzt hier unten alles Wichtige gesehen. Wir haben die ganzen Verkleidungen gesehen, die da sind. Wir haben den Antriebsstrang nach hinten gesehen. Ja, ich würde sagen, Chris macht euch noch ein paar Detailaufnahmen, ohne dass ich da reinquatsch. Genießt die und dann lassen wir das auch. Nein, wir machen noch was anderes. Und dann mache ich den Motor nochmal an und wir lassen hier unten einfach alles nochmal ein bisschen drehen. Und dann schauen wir uns drinnen im Auto nochmal an, wie die Preisgestaltung von so einem Allradumbau ungefähr wäre. So, wir haben mal einen Motor angemacht, deswegen ein bisschen mehr Geräusche drumherum. Wir fahren, wenn ihr vorne auf die Räder guckt, wir fahren jetzt im normalen Zweiradantrieb. Und das, was mich einfach interessiert, das wusste ich nämlich nicht, ist, wo die Kardanwelle nach hinten sperrt. In dem Fall einfach normaler Zweiradantrieb, die dreht bis hierhin und irgendwo hier, wahrscheinlich da drin, trennt sie jetzt. Ich werde meinen Assistenten oben jetzt mal bitten, auf Allradantrieb umzuschalten. Gehst du einmal bitte auf Allrad? Beim Vierradantrieb koppelt der jetzt hier. Gibt die Kraft über die Antriebswellen nach links und rechts. Und jetzt haben wir keine Sperre drin. In der Theorie müsste ich jetzt auch bei langsamer Fahrt das Rad einfach festhalten können. Guck mal, jetzt halte ich hier fest. Das ist im Prinzip genau das, was passiert, wenn ihr Traktion verlieren würdet. Ein Rad dreht durch, das andere bleibt einfach stehen, was Traktion hat. Und deswegen kommt man nicht vom Fleck. Und das ist der Punkt, wo man im Prinzip dann die Differentialsperre dazu braucht. So, wenn ich loslasse, dreht er jetzt einfach wieder weiter mit. Und ich bitte Thomas jetzt noch mal kurz anzuhalten und einmal die Differentialsperre reinzumachen. Jetzt haben wir hier über den Unterdruckknopf, macht er jetzt hier im Prinzip eine feste Verbindung.
Und dann kannst du wieder losfahren, bitte. So, jetzt drehen die Räder wieder beide genauso mit. Und jetzt habe ich im Prinzip kein... Man hat ja eben gesehen, wie leicht das ist, das einfach festzuhalten. Ich habe einfach keine Chance mehr, das Ganze jetzt zu stoppen. Und damit habe ich eben... Das ist eben der Effekt, der durch die Differentialsperre kommt. Das ist euch Offroad-Profis klar. Aber ich glaube, dass vielen Menschen, mir eingeschlossen, gar nicht so bewusst war, wie cool das am Ende funktioniert und weshalb man mit einer Differentialsperre so viel mehr Traktion hat am Ende des Tages. Jo, ihr guckt euch jetzt nochmal im Detail an, wie der Wagen von unten aussieht, und dann lassen wir ihn runter und unterhalten uns nochmal über Kohle. Ja, ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck davon bekommen. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, wie das umgesetzt ist. Mir war vieles nicht klar. Ich habe auch ehrlicherweise gedacht, dass der Umbau einfacher gemacht wird, aber es ist ja dann doch ein massiver Eingriff, der dort unten getan wird. Wir werden damit hoffentlich nächstes Jahr noch ordentlich was zu tun haben, weil wir bei Dangel auch zu einer Werksbesichtigung eingeladen sind. Aber momentan ist das natürlich durch Corona-Beschränkungen, Grenzübertritt, Reisebeschränkungen einfach A, nicht zeitgemäß und B, auch technisch oder rechtlich gar nicht möglich. Aber wenn das geht, ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr auf unserer Händlertagungstour, wenn die denn dann stattfinden im Frühjahr, Frühsommer, mit einbinden können. Wir haben jetzt ganz viel gesehen, wie das technisch umgesetzt wird. Am Ende des Tages steht unterm Strich ja auch immer ein bisschen die Frage, was kostet der ganze Spaß und bin ich bereit, das für mich zu bezahlen sozusagen. Da muss ich ehrlicherweise sagen, so hundertprozentig, weil wir immer noch nicht alle Preise haben. Ich kann eine grobe Indikation geben, weil zum einen das von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich ist und auch von den Detaillösungen, die man dann macht, ein bisschen unterschiedlich ist. Aber man kann ganz grob sagen, der Allradumbau, also den Frontantrieb umgebaut auf Allradantrieb. Das ist am Ende, ich lese jetzt das einfach mal kurz ab, damit ich nichts Falsches sage. Das Allradsystem läuft Standby mit und wird per Knopfdruck eingeschaltet. Sobald die Vorderräder die Haftung verlieren, überträgt die Visco-Kupplung einen Teil des verfügbaren Drehmoments ohne Eingriff des Fahrers an die Hinterachse. Also sobald das passiert, habt ihr hinten auch nochmal Kraft. Und zusätzlich eben auch die Möglichkeit, manuell auf Allradantrieb umzustellen. Das Ganze mit Ausbau des Abwassertanks, Anbau eines neuen Abwassertanks, Ausbautrittstufe, Wiedereinbautrittstufe, eine TÜV-Einzelabnahme in Deutschland, was ein relativ komplizierter Prozess ist. Und das, was es leider am Ende des Tages auch sehr teuer macht, ist Speditionskosten von hier zu Dangel und von Dangel wieder zurück. Unterm Strich, Pi mal Daumen, denke ich, steht da eine Summe zwischen ja, ungefähr 15.000 Euro auf dem Zettel. Brutto inklusive Mehrwertsteuer. Das ist so das, was wir dafür grob erwarten. Man kann das Ganze dann noch ein bisschen aufbohren und da kann ich die Preise wieder ganz konkret sagen, zumindest Stand heute, wenn ich das Sperrdifferential an der Hinterachse haben will, was ich sinnvollerweise mitnehme, wenn ich Allradumbau mache, wir haben ja ganz beeindruckend gesehen, was das macht, kostet das ungefähr 1070 Euro nochmal Aufpreis. Die Erhöhung, die wir da jetzt hinten gemacht haben, durch diese quasi dritte Blattfeder, die hinten mit hinkommt, kostet bei Dangel 1370 Euro Aufpreis. Und die einzige Option, die es bei Dangel noch geben würde, die der Wagen jetzt aber nicht hat, ist, dass man noch eine Offroad-Bereifung mitbestellen könnte. Das wäre dann quasi eine Geländebereifung mit M&S-Bereifung. Das sind ungefähr 1100 Euro, die dazukommen. Also wenn man die drei Sachen noch mit dazu nimmt, kommt ihr irgendwo in der Größenordnung 18.000 Euro raus. Das ist, wie gesagt, ein richtig dickes Brett, aber andersrum muss man eben auch sagen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, er erfüllt halt auch eine gewisse Lücke. Mich würde wirklich interessieren, wie ihr dazu steht. Das ist der erste, den wir gemacht haben. Sagt ihr jetzt alle, hurra, genau das möchten wir auch haben, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Vielleicht muss man jetzt so ein bisschen rückblickend in dem ganzen Thema sagen, das ist schon auch eine Geschichte für Geduldige. Weil ich kann dafür garantieren, dass wir das hinkriegen.
Aber ich kann an vielen Stellen eben die Mühlen nicht beschleunigen. Der Umbau selber ist bei Dangeil gar nicht so lang, aber wir haben mit diesen ganzen Speditionslaufzeiten, TÜV-Anpassung, es muss in die Werksabläufe dort reinpassen, so viele Dinge, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, dass euch einfach klar sein muss, bestellt ihr ein Fahrzeug mit Allrad, was wir euch sehr gerne liefern würden, ist das einfach ein relativ großer Aufschlag in der Lieferzeit. Wie genau muss man dann tatsächlich individuell gucken, welches Fahrzeug und was das ist. Vom Machen, wir können das mit jedem Citroën, 140 und 160 PS, Leitchassis und Maxi-Chassis. Es geht auf keinen Fall, jetzt muss ich kurz schummeln, mit einer Luftfeder. Es geht nicht mit einer Auflastung, es geht nicht mit den Assistenzsystemen, Notbremsassistent und diesem Grip-Control, was es Citroën-seitig gibt. Gerade das Thema Auflastung muss man da vielleicht noch mal kurz sensibilisieren für. Das ist jetzt ja ein 6-Meter-Auto. Ich denke, wenn der jetzt fertig den Abwassertank drunter hat, werden wir den für uns noch mal wiegen. Und für denjenigen, der das nachher ernsthaft umbauen will, wissen wir genau, was da unterm Strich rauskommt. Laut Dangeil wiegt der Allradantrieb ungefähr 150 Kilo. Und das muss eben an Zuladung auch noch gegeben sein. Und gerade unter der Prämisse, dass ich nicht auflasten kann, muss euch einfach ganz klar sein, eigentlich ist ein 636er mit Längsbetten keine Option mehr für Allrad, weil es da alles zu knapp wird letztendlich. Ja, viele Informationen, viele spannende Dinge. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeschlaut wie ich. Für Fragen stehen wir gern zur Verfügung. Viel Spaß bei allen weiteren Videos und bis bald. Schönen Tag noch, bis dann.